Schönen guten Abend, mein Name ist Harald Wildfellner und ich darf Sie im Namen der VHS Linz und des Vereins Markierungen herzlich zum zweiten Abend der Vortragsreihe Rechtsextremismus begrüßen, nachdem Dr. Ptak ja vor einer Woche die Gemeinsamkeiten und auch das Trennende zwischen rechtsextremen Bewegungen und dem neoliberalen Regime erläuterte, wird Professor Dr. Reinhold Gärtner heute über Neoliberalismus, Rechtspopulismus und Rechtsextremismus sprechen. Und ich begrüße ihn ganz herzlich hier in Linz im Wissensturm. Schönen guten Abend. Guten Abend. Moderieren durch den heutigen Abend wird Magister Dennis Damesberger führen, den ich damit ebenfalls herzlich begrüße. Und ich bedanke mich für die Übernahme der Moderation. Gerne. Ja, ich darf auch mich noch einmal herzlich bedanken bei Gunter Trübswasser und auch bei Wiltrud Hackl. Mit beiden haben wir ja diese Vortragsreihe gestaltet, die nächstes Mal noch einen Abendvortrag umfasst und dann in 14 Tagen einen Studientag, der dann schon um 15 Uhr beginnt. Du wirst vielleicht im Anschluss oder zum Abschluss noch kurz darauf eingehen, was dann noch passieren wird. Jedenfalls danke für Ihr Kommen und einen interessanten Abend. Ja, schönen guten Abend, auch von meiner Seite. Schön, dass Sie hier sind. Ich denke, es ist ein sehr gesellschaftlich relevantes Thema. Der Titel lautet am heutigen Abend Neoliberalismus, Rechtspopulismus, Rechtsextremismus. Ich denke, auch vor dem Hintergrund der Finanz- und Wirtschaftskrise, der ökonomischen Entwicklungen vermutlich ein Thema, das uns noch sehr bewegen wird. Mein Name ist Dennis Damesberger, ich arbeite in der Arbeiterkammer Oberösterreich, bin da zuständig für Arbeitsmarktpolitik, speziell zum Thema jugendliche Migrantinnen und auch zum Thema Integration. Ich werde Sie heute durch den Abend begleiten. Es freut mich besonders, dass Reinhold Gärtner heute hier ist. Er studierte an der Universität Innsbruck, hat auch dort habilitiert. Sein Habilitationsthema war die Zeitschrift Aula und ihre Verbindungen zum Rechtsextremismus, zur Neuer Rechter und zur FPÖ. Die Aula hat den Untertitel das Freiheitliche Magazin und es wurde 1951 gegründet und ist eben österreichisches rechtsextremistisches Monatsmagazin. Also ich denke schon alleine von der Habilitation her ein sehr, sehr interessantes Thema, was unser Referent mit sich bringt. Noch kurz zur Person vom Herrn Gärtner. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, Österreichs politisches System, Erinnerungspolitik, Vergleiche von politischen Systemen. Aber wenn man sich seine Arbeit und seine Tätigkeiten anschaut, ist es nicht nur Elfenbeinforschung, sondern sehr, sehr nahe an der Praxis und sehr, sehr nahe an der Gesellschaft. So betreibt er zum Beispiel Kurse für rechtsextrem auffällige Jugendliche. Wir werden auf das Thema auch noch später zu sprechen kommen. Zum Zeitplan, wir haben vereinbart, dass jetzt es einen Vortrag gibt, circa 40, 45 Minuten, anschließend sind Sie am Wort und wir möchten pünktlich um 21 Uhr aufhören. Jetzt ist der Zeitpunkt für das Referat und ich freue mich schon. Ja, danke für die Einleitung, danke auch für die Einladung. Daher wünsche Ihnen einen recht schönen guten Abend. Ich möchte die nächsten 40, 45 Minuten ungefähr folgendermaßen gestalten. Ich möchte zunächst einmal auf die Begriffe eingehen, vor allem auf Rechtspopulismus und auf Rechtsextremismus. Was ist das eigentlich? Was könnte man darunter verstehen? Ich möchte auch die europäische Ebene ein bisschen beleuchten. Das heißt, vor allem anhand der Wahlen zum Europäischen Parlament von 2014, wie schaut es da aus mit Rechtsparteien, mit rechtspopulistischen Parteien, teilweise auch rechtsextremen Parteien? Ich möchte dann
ein paar Überlegungen anstellen über Ursachen. Das heißt, warum gibt es diese Gruppierungen, warum gibt es teilweise Erstarken dieser Gruppierungen, und dann einige so Gegenmaßnahmen zur Diskussion stellen, wenn man mit dem Ganzen nicht so einverstanden ist, was könnte man da tun, was könnte man eventuell, oder wo könnte man eventuell ansetzen. Zunächst einmal zum Rechtspopulismus. Eine grundsätzliche Frage ist Rechtspopulismus in erster Linie politische Strategie, politische Taktik, oder geht es da um Programme und Inhalte? Ich würde mal sagen, dass zwar beides eine Rolle spielt, aber sehr, sehr wichtig die Strategie dabei ist. Das heißt, Rechtspopulismus ist sehr stark ein strategisches Instrument, ein taktisches Instrument, ist sehr stark eine Methode, die angewendet wird, um politisch erfolgreich sein zu können. Und da geht es einmal zunächst um Pauschalierungen und Polarisierungen. Polarisierung horizontal und vertikal. Horizontal innen und außen. Das heißt, wir da innen, ihr da außen. Inklusion und Exklusion. Das wird sehr, sehr stark betont, wobei es unterschiedliche Gruppen betreffen kann. In Österreich sehr stark die anderen, die Fremden, die Ausländer. In Ungarn stärker die Roma. Irgendwo anders auch in Ungarn stärker die Juden. Das heißt, unterschiedlich, wer so drinnen und wer draußen ist, da ist man auch teilweise sehr flexibel. Und vertikal oben und unten, nicht im Sinn von Wallraff, ihr da oben, wir da unten, wer sich da noch erinnern kann aus den, weiß ich jetzt nicht, 70er Jahre, glaube ich, sondern schon ihr da oben und wir da unten, aber ihr da oben, die etablierte Klasse, die politische Elite, die den Kontakt zu uns verloren hat, die da abgehoben irgendwie agiert, und wir, das Volk, wer immer das auch im Konkreten dann ist, wir da unten, die uns wehren müssen gegen die da oben. Wie gesagt, Polarisierung spielt da große Rolle. Einige andere so Stilmittel, das Arbeiten mit Feindbildern und Sündenböcken. Sie haben wahrscheinlich vor kurzem diese Tage in der Zeitung gelesen über das Posting von Herrn Höbart. Ich möchte es kurz zitieren. Kann keinen Grund geben für diese Gesellen, denen geht es im Vergleich zum Herkunftsland bei uns bestens groß geschrieben. Skandalöserweise wissen es diese ganzen Erd- und Höhlenmenschen nicht zu schätzen, dass sie hier bestes Essen, neue Kleidung und sonstigen Vierlefanz bekommen. Eine Frechheit sondergleichen. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, Sie haben das wahrscheinlich in den Medien mitbekommen. Eine Tiroler Abgeordnete zum Nationalrat, die Hildegard Schweiger, schreibt dazu: Die Unverschämtheit so mancher Asylanten hat Nationalrat Christian Höbert auf die Palme gebracht. Ein Politiker ist eben auch nur ein Mensch, und beliebte Politiker sind eben Menschen, die auch klar sagen, was seine Wähler denken, steht so da. Und so geriet jetzt auch unser Christian Höbert auf die Abschussliste der Gutmenschen. Es ist nur zu hoffen, dass sich die Parteispitze hinter ihn stellt und es ihm nicht so ergeht wie Andreas Mölzer, Martin Graf und anderen. Wie gesagt, Feindbilder, in dem Fall eben die unter Anführungszeichen Erd- und Höhlenmenschen. Mit Andreas Mölzer könnte man Negerkonglomerat nehmen und so weiter. Das heißt, unterschiedliche Gruppierungen mit entsprechender Konnotation. Feindbilder sind ganz, ganz wichtig, weil man sie abgrenzen kann. Das heißt, dieses Feindbild der Sündenbock ist auf jeden Fall das, was ich nicht bin. Und so gesehen ist es auch für die Identifikation dieser Gruppierungen wichtig. Das ist das, was ich nicht bin. Und das kann auch nie das werden, was ich bin. Also diese Gegenüberstellung. Arbeiten mit Vorurteilen, mit Pauschalierungen, sehr stark mit Ängsten, mit Phobien. Das heißt, dass man eben so Gegenüberstellung macht, wir, die über kurz oder lang bedroht sind von der Übermacht, die da zu uns kommt, auch also von der Wortwahl her, Asylantenflut, Asylantenschwämme und so weiter und so fort. Das heißt, es wird jetzt so etwas Naturgewaltiges da propagiert. Sehr stark geht es um Bedrohungsszenarien. Wird es geheißen Heimatliebe statt Marokkanerdiebe. Ich weiß nicht, ob Sie das so verfolgt haben in östlicheren Teil Österreichs. Das war in Innsbruck ein Slogan von einem damaligen FPÖ-Politiker, hat jetzt wieder aufgehört. Wobei mir damals schon aufgefallen ist, Marokkanerdiebe müssten an sich Leute sein, die Marokkaner stehlen. Weil ja Hühnerdieb ist einer, der Hühner stiehlt.
und wer stiehlt schon Marokkaner? Aber um das ist eigentlich nicht gegangen. Es war genau diese Polarisierung. Auf der einen Seite die Heimat und wir lieben die Heimat, die anderen gemeint ist die sogenannte Nordafrikaner-Szene in Innsbruck. Das heißt, vor allem jüngere Personen, die halt sehr stark im Drogenhandel involviert sind, die Szene ist da gemeint gewesen. Und da hat es halt so Auseinandersetzungen gegeben. Also Bedrohungsszenarien sind ganz wichtig. Das heißt, wir sind bedroht, wenn nicht bald irgendwas geschieht. Und wir müssen uns dementsprechend auch wehren gegen diese Einflüsse. Was auch ein Punkt ist, der bei rechtspopulistischen Parteien immer wieder deutlich kommt, ist, dass man nicht für etwas ist, sondern gegen etwas. Das heißt, weniger das Eintreten für konstruktive Lösungen, sehr stark das Eintreten gegen etwas, Daham statt Islam oder Pumarin statt Muezzin. Das heißt, ich möchte das nicht, ich brauche so diese Gegenüberstellung, aber es geht nicht darum, dass man irgendwie konstruktive Vorschläge macht. Ganz interessant, vielleicht haben Sie das eh mitverfolgt, auch vor wenigen Tagen von Parteiobmann der FPÖ, Bodentruppen, die EU soll Bodentruppen entsenden im Kampf gegen die IS, aber selbstverständlich nicht aus Österreich, weil wir neutral sind. Das ist auch irgendwie ein interessanter Ansatz gewesen. Aber wie gesagt, man ist eher gegen etwas und nicht für etwas bei diesen rechtspopulistischen Gruppierungen. Was ich damit sagen will, Strategie spielt da sehr, sehr große Rolle. Strategie, Taktik, politische Methode, um eben Wählerstimmen zu bekommen. Dennoch glaube ich, dass man auch die Inhalte zumindest ein bisschen mitdenken muss. Und Inhalte sind teilweise austauschbar, aber sehr, sehr stark geht es um die vielen Antis, das heißt eben diese Anti-Gegen-Positionen, gegen was Bestimmtes, Antiliberalismus, Antisemitismus, Anti-Amerikanismus und so weiter und so fort. Und um Phobien. Xenophobie, Islamophobie, Zyganophobie und so weiter und so fort. Das heißt, sehr stark so eben diese Konstruktion von Feindbildern und auch sehr stark die Austauschbarkeit. Einmal sind die Feindbilder die Juden, ein anderes Mal sind es die Moslems. Je nachdem, was besser passt, man kann es ja verbinden. Vielleicht denken Sie noch zurück an 2009, EU-Wahlkampf, da hat es ein Plakat gegeben von der FPÖ, kein EU-Beitritt für Türkei und Israel. Das war ein ganz interessanter Ansatz. EU-Beitritt von Israel war mir bis dahin eh nicht bekannt. Türkei schaut selber, dass es möglichst weit weg wieder kommt von der EU, aber da kann man so Juden und Moslems in ein Plakat hineinpacken, kein EU-Beitritt für Israel und Türkei. Diese Positionen werden unterschiedlich stark betont. Ich möchte jetzt nur einige wenige Beispiele bringen zum Antisemitismus. Vielleicht haben Sie das auch mitverfolgt. 2009 waren in Vorarlberg Landtagswahlen und in Vorarlberg ist der Parteiobmann der FPÖ Dieter Egger. Und Dieter Egger hat damals Folgendes von sich gegeben über Hanno Löwy. Hanno Löwy ist der Direktor vom Jüdischen Museum in Hohenems. Er hat gesagt, der Exiljude aus Amerika in seinem hochsubventionierten Museum. Und der soll sich eben nicht zu unserer Innenpolitik äußern. Und das ist aus meiner Sicht eindeutige antisemitische Aussage. Exiljude heißt einmal, der ist eh im Exil gewesen, die haben sich eh richten können. Das heißt, Exil sind ja die, die eh nicht wirklich die Opfer waren der Nationalsozialisten. Exiljude aus Amerika, Ostküste, finanzkräftige Juden. Dass Hanno Löwy aus Frankfurt am Main stammt, ist irrelevant. Exiljude aus Deutschland klingt nicht so gut in dem Zusammenhang. Und in seinem hochsubventionierten Museum, wir müssen zahlen dafür. Das sind so richtig typische antisemitische Klischees, die da rauskommen. Anderes Beispiel, im Sommer 2012 auf der Facebook-Seite von Strache, diese Karikatur, vielleicht haben Sie die irgendwo gesehen, da sitzen drei Personen, also zwei Personen sitzen beim Tisch, eine steht beim Tisch. Die eine Person, eher kräftig, sind die Banken. Eine andere Person, mittelkräftig, steht daneben, das ist die Regierung. Und daneben sitzt eine eher magere Gestalt, das ist das Volk. Und diese Karikatur stammt aus den 20er Jahren. Und damals war so der Banker abgebildet, also die Figuren waren gleich. Der Banker mit so einer Knollennase, eher so ein ungustiöses Äußeres und normale Knöpfe beim Sakko. Und bei der Karikatur vom Strache hat der Banker Hackennase, also die typische Stürmer
Karikaturstil. Und die Knöpfe sind Davidsterne. Vielleicht haben Sie das damals gesehen. Es hat eine Anzeige gegeben und die ist von der Staatsanwaltschaft dann zurückgewiesen worden, weil Strache damit nicht die Gesamtheit der Juden beleidigt hat. Und die damalige Justizministerin hat gemeint, das war eine legitime Kritik an der Bundesregierung. Habe ich zweimal lesen müssen, aber ist auf jeden Fall so begründet worden. Das heißt, Antisemitismus kann man auf jeden Fall bei Bedarf hervorholen. Anderes Beispiel dafür, Ball des Wiener Kooperationsrings, mittlerweile Akademikerball in Wien, immer Ende Jänner 2012 und Thomas von Strache, die Aussage, wir sind die neuen Juden. Vielleicht haben Sie das noch im Hinterkopf irgendwo. Es geht zu wie in der Reichskristallnacht. Das ist schon eine eindeutige Umkehr. Das heißt, wir sind die neuen Juden. Was soll damit eigentlich ausgedrückt werden? Gemeint sind, dass die Burschenschaft angegriffen wurden. Also Gewalt auch gegen Burschenschaft ist auf keinen Fall legitim aus meiner Sicht. Aber der Schritt dann zu sagen, wir sind die neuen Juden und wir werden verfolgt wie die Juden damals in der Reichskristallnacht und so weiter, das ist schon ein sehr, 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 sehr starkes Stück, würde ich jetzt einmal sagen. Bitte? Ja, aber das war noch ein bisschen eine andere Ebene. Ich behaupte jetzt nicht, dass Antisemitismus ein Alleinstellungsmerkmal der FPÖ ist. Keineswegs. Aber das würde ich auch für bedenklich, aber es ist noch einmal eine andere Ebene, würde ich sagen. Andere Beispiele, also zu Xenophobie und Islamophobie. Die Slogans habe ich schon angesprochen, das ist Daheim statt Islam oder Pummerin statt Muezzin, was anders eben so 2009 war, Abendland in Christenhand. Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Das wird heißen Rückkehr zum politischen Katholizismus im Endeffekt. Dann ist sogar den Bischofen zu viel geworden. Die Bilder haben es wahrscheinlich auch noch im Kopf. Strache fuchteln im Kreuz und dann Schönborn hat dann, glaube ich, gesagt, jetzt ist einmal Schluss. Also er hat es anders ausgedrückt. Aber dass man so religiöse Symbole nicht so missbrauchen soll. Mit Islamophobie, da hat es sicher so eine deutliche Änderung gegeben mit 9-11. Das heißt, es war auch vorher Ressentiments gegen den Islam vorhanden. In der FPÖ hat sich das so in den 90er Jahren abgezeichnet, wo die FPÖ vor allem die Liebe zum Christentum entdeckt hat. Ja, weil man sich damit vom Islam abgrenzen kann. Aber mit 9-11 ist noch so ein Qualitätsschub dazugekommen. Was mir auffällt, schon stärker seit damals, dass da so eine Gleichsetzung gibt. In Österreich nicht nur, aber auch in Österreich, Fremde ist gleich Türkei, ist gleich Islam, ist gleich Fundamentalismus, ist gleich Terrorismus. Das heißt, so eine Linie, die sich da durchzieht. Umgekehrt heißt es, es gibt keine nicht-türkischen Muslime und keine türkischen Nicht-Muslime. Also so eine Pauschalierung, die da sehr stark mitspielt. 9-11 hat auf jeden Fall diese Islamophobie sehr, 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 sehr deutlich verstärkt, noch einmal. Ziganophobie, fallweise, in Österreich ist das sicher nicht das Hauptproblem, würde ich jetzt einmal sagen. In anderen Ländern sehr wohl, wenn ich da an Ungarn zum Beispiel denke und was die Jobbik aufführt mit Roma, vor allem Roma in Ungarn, wo teilweise wirklich einfach Terror gemacht wird gegen diese Gruppierungen. Im Jahr 2008 gab es einige Morde an Roma, unter anderem ein jüngerer Vater mit seinem kleinen Kind, das war glaube ich 3-4 Jahre alt, denen ist das Haus angezündet worden und die sind dann rausgelaufen und sind erschossen worden mit Schrotflinten in einem EU-Land 2008. Also das sind wir Gott sei Dank weit entfernt von solchen Zuständen in Österreich. Heißt jetzt nicht, dass bei uns alles zum Besten ist. Diese Antis und diese Phobien sind, wie gesagt, austauschbar. Das heißt, es ist fallweise nimmt man das eine oder das andere. Fallweise, wie bei dem Plakat Islam und Türkei und Israel, kann man es auch verbinden. Zwei Feindbilder. Das waren einige Anmerkungen zum Rechtspopulismus. Rechtspopulismus wird stärker mit politischen Parteien in Verbindung gebracht. Das heißt, rechtspopulistische Parteien, da gibt es in Europa einige Parteien, die da runterfallen oder dazuzählt werden. Bei Rechtsextremismus
geht es eher in Richtung Subkulturen oder andere gesellschaftliche Gruppen, weniger stark politische Parteien, wobei es auch politische Parteien gibt, die ich auf jeden Fall als rechtsextrem, eindeutig rechtsextrem bezeichnen würde, etwa die Jobbik oder die British National Party oder die Goldene Morgenröte und so weiter. Das heißt, gibt es sehr wohl auch. Aber eher verbindet man mit Rechtsextremismus andere Gruppierungen. Grundsätzlich von der Ideologie her, bei Rechtsextremismus sind so zwei Elemente aus meiner Sicht zentral. Das eine wäre so die Ideologie der Ungleichwertigkeit und das zweite wäre die Gewaltakzeptanz. Ungleichwertigkeit heißt, dass man Menschen ungleich wertet, das heißt hierarchisch einteilt und die Gruppen hierarchisch ordnet und wenig überraschend ist immer die eigene Gruppe oben und die anderen sind irgendwo weiter unten. Korreliert teilweise auch mit der Hautfarbe, je dünker, desto weiter unten, aber nicht ausschließlich. Aber auf jeden Fall so eine Hierarchisierung, unterschiedliche Wertigkeiten und auch die Gewaltakzeptanz, wobei Gewaltakzeptanz nicht unbedingt heißt oder nicht nur heißen muss, selbst ausgeübte Gewalt, sondern das kann auch sein, Akzeptanz von anderer ausgeübter Gewalt, wenn es nicht das staatliche Gewaltmonopol ist. Beispiel August 1992 in Rostock-Lichtenhagen, die älteren Herrinnen werden Sie vielleicht noch erinnern, so Angriffe gegen Ausländerheime, die sind angezündet worden und vor allem von Jugendlichen angezündet worden und rundum standen Erwachsene, die applaudierten. Und beides gehört dazu, zu dieser Gewaltakzeptanz. Das heißt, das eine ist genauso als rechtsextrem einzustufen wie das andere. Und auch jene, die vor dem Fernseher gesessen sind und da heimlich applaudiert haben. Das würde auch dazu zählen, zu dieser Gewaltakzeptanz. Ein wichtiger Punkt, der beim Rechtsextremismus zum Tragen kommt, ist die Homogenisierung. Das wäre wieder eine Ähnlichkeit zum Rechtspopulismus, aber noch ausgeprägter beim Rechtsextremismus. Homogenisierung, dass das wirklich ausschließlich ist, das eigene und das Fremde. Und dass die eigene Gruppe sehr stark homogen ist. Das wäre auch so ein Zug beim Rechtspopulismus, so vorzugaukeln, es gibt nur ein Volk, nur ein Interesse und wir vertreten selbstverständlich diese Interessen und geben sie weiter. Im Gegensatz dazu geht ja Demokratie von Heterogenität aus und ganz notwendigerweise gibt es da Heterogenität als ganz, 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 ganz wichtigen Punkt. Beim Rechtsextremismus sehr stark in Deutschland wird Rechtsextremismus anhand der Verfassungskompatibilität festgemacht. Das heißt, was nicht im Verfassungsschutzbericht drinnen ist, ist nicht rechtsextrem und was drinnen ist, kann rechtsextrem sein, wenn es eben keine linksextreme Strömung ist in Deutschland. Bei uns wird es aus meiner Sicht ein wenig unscharf mit Verbotsgesetz in Zusammenhang gebracht. Das heißt, das Verbotsgesetz, alles was nicht unter das Verbotsgesetz fällt, wird als nicht rechtsextrem bezeichnet häufig. Und das halte ich für eine grobe Verkürzung. Das heißt, Verbotsgesetz heißt eigentlich so Versuch der Wiederbelebung des Nationalsozialismus oder von Teilen des Nationalsozialismus. Und rechtsextrem würde ich schon ein bisschen weiter fassen. Das heißt, es gibt auch einen Rechtsextremismus, der außerhalb des Verbots oder nicht unter das Verbotsgesetz fällt. Ja. Und teilweise ist es so eine Gratwanderung. Das heißt, teilweise ist es nicht so genau festzumachen, ist es jetzt rechtsextrem oder nicht rechtsextrem. Das ist so eine Grauzone, die man nicht immer also einfach nicht immer ganz genau festmachen kann. Beispiel: In Amstetten ist einmal vor mittlerweile auch schon 15 Jahren her überlegt worden, ein Denkmal zu machen für die Juden aus Amstetten, die während der NS-Zeit ermordet wurden. Daraufhin sagt einer von den Gemeinderatsabgeordneten, der und der ist ja wieder zurückgekommen, also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Ist das jetzt rechtsextrem oder nicht? Also mir geht es ja jetzt gar nicht so darum, das so zu definieren als rechtsextrem oder nicht, aber ich denke mir schon, dass da ein bestimmtes Bild vermittelt wird oder ein Muster propagiert wird, bestimmtes Denkmuster. Da gibt es eine Reihe von anderen Beispielen. Siegfried Kampel war jetzt wieder im Gespräch in Kärnten, Bürgermeister in Kärnten, und der hat jetzt im Zusammenhang mit Deserteuren wieder einmal oder wiederholt
dass das vielleicht doch eher Kameradenmörder waren. Das hat er früher schon einmal von sich gegeben, 2005. Damals ist es darum gegangen, ob er Bundesratspräsident wird oder nicht. Vielleicht erinnern Sie sich da noch. Ich halte es auf jeden Fall für sehr problematisch, solche Äußerungen, aber die Frage ist, ist das rechtsextrem oder nicht? Das heißt, das ist, ja, es ist so eine Grauzone. Beim Rechtsextremismus ist wenn man die Organisationen anschaut, können es sehr, 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 sehr unterschiedliche Organisationen sein. Das heißt, eher so Traditionsverbände, Verbände, die sich so den Anschein geben, bestimmte Themen halt diskutieren zu wollen, immer mit Betonung der Meinungsfreiheit, bis hin zu extrem militanten Gruppierungen, teilweise ja, bestimmte Skinhead-Gruppen, wobei es meiner Wahrnehmung ein bisschen zurückgeht, dieses Phänomen von Skinheads. Es gibt eben von den Gewaltbereiten bis zu völkisch-nationalen jede Menge von Gruppierungen, die da runterfallen. Manchmal ist es nicht mehr so einfach, die Leute zu erkennen oder die Gruppen zu erkennen. Das war früher ein bisschen einfacher. Bei Skinheads war es relativ einfach. Das heißt, die sind leicht zuordnenbar gewesen. Das war gleichzeitig ein Problem, weil es auch linke Skinheads gab. Aber das ist nicht mehr so einfach, aber es gibt schon einige so Codes und Symbole und Erkennungszeichen. Kleidungsstücke, Constable, weil da NSDAP drinnen steckt, Thor Steiner und ähnliche Muster. Bestimmte Zahlenkombinationen von etwa 1919 für SS, S ist der 19. Buchstabe oder 88 für Heil Hitler und so weiter und so fort. Das werden Sie wahrscheinlich alles schon ein bisschen irgendwo mitbekommen haben. Wie gesagt, beim Rechtsextremismus so ein zentraler Punkt, die Frage ist innerhalb oder außerhalb der Verfassung. Ich denke mal, dass das durchaus wichtig ist. Mit Verbotsgesetz wäre ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube, es gibt auch einen Rechtsextremismus, der nicht unter das Verbotsgesetz fällt. Das wäre es dazu. Ich möchte jetzt ein bisschen auf die europäische Ebene eingehen. Und da als Beispiel die EU-Wahlen von 2014 heranziehen. Bei diesen Wahlen gab es so sicherlich ein Erstarken von rechtspopulistischen Parteien. Gab es auch schon ansatzweise 2009, wobei das nicht so nicht so ganz eindeutig oder eindeutig war. In manchen Ländern sind rechtspopulistische Parteien auch zurückgegangen, in anderen sind sie neu entstanden. Wenn ich mir die Zahlen von 2009 anschaue, da ist zum Beispiel der Flams-Belang in Belgien ist deutlich zurückgegangen. Jetzt noch einmal, die sind überhaupt nur mehr mit einem Mandat im Europäischen Parlament vertreten. Bei den rechtspopulistischen Parteien ist es so, dass das dass man da die ganze Bandbreite abdeckt. Ich würde jetzt einmal sagen, am extrem rechten Rand wären sowas wie die NPD in Deutschland, die Goldene Morgenröte, die Jobbik in Ungarn, das wären wirklich die Rechtsausleger. In Polen die KNP, die haben teilweise Positionen, die haarsträubend sind. Andererseits ist einer jetzt gewechselt zu einer anderen Fraktion. Ein paar andere, die auch von keinen anderen Fraktionen gemocht werden oder aufgenommen werden, wären etwa der Front National aus Frankreich, FPÖ aus Österreich, die Partei für die Freiheit aus den Niederlanden oder die Lega Nord. Wenn Sie sich zurückerinnern an die Zeit vor der EU-Wahl, da ist vor allem von Wilimski und anderen aus der FPÖ propagiert worden, wir werden eine Fraktion bilden. Fraktion im Europäischen Parlament ist wichtig wie in anderen Parlamenten, weil man damit bestimmte Mittel bekommt oder andere Möglichkeiten besitzt. In der Europäischen Union oder im Europäischen Parlament braucht man für Fraktionsbildung 25 Abgeordnete aus mindestens 7 Ländern. Die 25 Abgeordneten wären nicht das Problem, allein die Front National hat 24. Das heißt, die hätten wir rasch beisammen. Allerdings scheitert es an den 7 Ländern. Bei diesen, weil beim besten Willen kann die FPÖ nicht legitimieren, mit der NPD eine Fraktion zu bilden oder mit Jobbik oder vielleicht, aber nicht mit der Goldenen Morgenröte. Ja. Bitte?
schon. Die NPD ist drinnen. In Deutschland hat es eine Diskussion gegeben um Prozenthürde vor der Wahl zum Europäischen Parlament und der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, es darf keine Prozenthürde geben. Jetzt sind aus Deutschland einige Kleinparteien drinnen mit einem Mandat. Genau, die Partei ist drinnen, jetzt war ich mir sicher, ich glaube, die AfD ist drinnen, die NPD ist drinnen, also es sind so ein paar kleinere drinnen. Und die anderen, die Goldene Morgenröte ist drinnen und die Jobbik ist drinnen. Also mit denen könnten sie nicht eine Koalition bilden, das wäre wär einfach ein Eklat, weil man dann den Weg zur politischen Mitte endgültig zumacht, wer mit der NPD koaliert. Und viele oder so manche andere sind in anderen Fraktionen untergekommen. Einer vom Front National ist bei die ist jetzt neu, EFDD, Europa der Freiheit und direkten Demokratie, vorher war es Freiheit und Demokratie. Da ist die stärkste Partei die UKIP aus Großbritannien, die ich jetzt nicht so als klassisch rechtspopulistische Partei einstufen möchte. Das ist eher so eine sehr, sehr EU-kritische Partei. Hat rechte Züge, aber nicht so klassisch rechtspopulistisch. Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo aus Italien ist auch da drinnen. Den würde ich auch nicht als klassischen Rechtspopulisten, also als Populisten auf jeden Fall, aber nicht so als klassischen Rechtspopulisten bezeichnen. Der hat zwar immer wieder so seine antisemitischen Töne drinnen und eher so eine Verweigerung. Das heißt, er möchte einfach nicht mitmachen, er möchte sie raushalten. Das heißt, das würde ich auch ein bisschen relativieren. Die Schwedendemokraten würde ich schon als rechtspopulistisch einstufen und die KNP aus Polen, die eben in dieser Fraktion drinnen sind. Die Fraktion hat jetzt auch Probleme bekommen, weil einer aus Lettland ausgetreten ist. Sie haben jetzt einen von Polen dazu, jetzt haben sie wieder die 7 Länder beisammen. Aber das zeigt schon ein bisschen die Zerstrittenheit auch unter diesen Gruppierungen. Und dann sind noch zwei gemäßigtere, die Dänische Volkspartei und die Perussuo Malaiset aus Finnland, die bei den europäischen Konservativen und Reformisten drinnen sitzen. Das heißt, Fraktionsbildung, sie möchten es gerne, aber es ist bisher nicht wirklich gelungen. Und wenn, dann war es nicht dauerhaft. Es gab in der Geschichte der Europäischen Union wiederholt Rechtsfraktionen. Technische Fraktion der europäischen Rechten gab es 1994 und 1989. Und dann noch eine technische Fraktion der unabhängigen Abgeordneten 1999. Ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat 2007 eine Fraktion Identität, Tradition, Souveränität. Damals hat man 20 Abgeordnete gebraucht aus 5 Ländern und 2007 sind ja Rumänien und Bulgarien der EU beigetreten. Das heißt, die ATACA und die Romania Mare haben rechtspopulistische Abgeordnete ins Europäische Parlament gebracht. Daraufhin war es möglich, eine Fraktion zu bilden. Man hat diese Fraktion gebildet, die ist aber im September 2017 schon wieder auseinandergebrochen. Alessandra Mussolini, die da auch drinnen war, hat gesagt, dass alle Rumänen in Italien kriminell sind. Die Folge war, dass die rumänischen Abgeordneten wieder ausgeschieden sind, was irgendwie leicht nachvollziehbar ist. Das zeigt aber einen ganz wichtigen Punkt auf, der Schwierigkeit darstellt bei so Koalitionen von rechtspopulistischen Parteien. Wer sehr stark Wert auf Nationalismus legt, hat sehr schwer mit dem Internationalismus. Das heißt, es gibt da Berührungspunkte, wo es keine Lösung gibt für beide. Nehmen wir Südtirol, die italienischen und die deutschen und die österreichischen Rechten wollen es. Also irgendwann werden sie streiten um Südtirol. Und da gibt es auch andere Gebiete, Ungarn, Slowakei, Das heißt, das ist ein gewisses Hindernis. Im Moment, wie gesagt, die beiden Fraktionen, die EFDD, wo einige dieser Parteien drinnen sind, mehr noch sitzen bei den Fraktionslosen im Europäischen Parlament und einige sitzen bei der EKR, also bei den Konservativen. Jetzt muss ich nur schauen, ob ich da irgendwelche vergessen habe, irgendwelche Parteien, aber das wäre es. Im Moment ist einmal, was ich dazu im Moment sagen wollte. Das heißt, auf europäischer Ebene, es gibt da ja Starken, es gibt diese Gruppierungen, allerdings scheitern sie weitgehend bisher noch an einem Zusammenschluss. Das kann sich einmal ändern. Im Moment
spricht noch ein bisschen dagegen, die historische Erfahrung mit diesen Fraktionen und auch die Tatsache, dass sie bei bestimmten Punkten eben ins Streiten kommen. Bevor ich jetzt auf mögliche Ursachen eingehe, noch eine Anmerkung zum Neoliberalismus. Ich vermute mal, dass das auch letzte Woche stärker Thema war. Neoliberalismus, da haben wir eher unsere Assoziationen, ist eher klarer oder ein bisschen klarer, würde ich jetzt einmal sagen, als Rechtspopulismus oder Rechtsextremismus von der Definition her. Ich würde zunächst einmal sagen, dass Neoliberalismus sich sehr stark auszeichnet durch einen möglichst weitreichenden Wirtschaftsliberalismus. Das heißt, dass sehr stark die Wirtschaft den Staat reguliert. Im Idealfall aus der Sicht von neoliberalen Theoretikern. Im Gegensatz dazu der politische Liberalismus umgekehrt ansetzt. Das heißt, da geht es sehr stark um politische Freiheiten, geht es sehr stark auch um Grundrechte. Also die beiden eigentlich nicht wirklich kompatibel sind. Da ist sehr, sehr viel stärker, dass die Gesellschaft oder der Staat den Markt reguliert. Wenn ich jetzt zu möglichen Ursachen komme für Rechtspopulismus oder Erstarken von Rechtspopulismus und da gleich beim Neoliberalismus ansetze, dann ist eine Ursache aus meiner Sicht die Tatsache, dass viele zu den Verlierern zählen dieser neoliberalen Politik, die sogenannten Modernisierungsverlierer, die aufgrund dieser Entwicklungen Nachteile erfahren oder Nachteile erleben. Das ist allerdings nur ein Teil. Ich möchte den Teil nicht unterschätzen, aber es wird nicht erklären, warum etwa die Schweizerische Volkspartei, die zwar nicht in der EU ist mit der Schweiz, aber dennoch eine rechtspopulistische, relativ starke rechtspopulistische Partei, warum die etwa in Zürich relativ stark ist. Zürich ist ja nicht wirklich das Armenhaus Europas. Das heißt, es muss noch was anderes geben. Es kann nicht nur diese Modernisierungsverlierer-These sein. Ich denke mir schon, dass das aber einiges auf sich hat. Das heißt, Leute, die unter dieser wirtschaftlichen Entwicklung leiden oder zu leiden haben, die möglicherweise die Jobs verlieren, deswegen oder Angst haben, ihre Jobs zu verlieren, für die ist das eine gewisse sympathische Erscheinung, wenn jemand sagt, ja, wir helfen euch. Wir helfen euch da raus, weil wir jetzt zum Beispiel die Ausländer rauswerfen oder mit anderen plakativen Sprüchen. Wie gesagt, Modernisierungsverlierer, ja, aber ein Punkt, den man, glaube ich, auch noch mitdenken muss, sind so die sogenannten Wohlstandschauvinisten. Das heißt, wir wollen unseren Reichtum nicht teilen mit anderen. 1995 hätte mit Österreich, Schweden und Finnland Norwegen der EU beitreten können. War schon alles mehr oder weniger unter Dach und Fach. In Norwegen ist die Volksabstimmung gegen den EU-Beitritt ausgegangen. Ein wesentlicher Punkt war die Fischerei, dass Norwegen befürchtet hat, dass die EU da zu viel mitredet. Der andere wichtige Punkt war, dass viele gesagt haben, unseren Reichtum wollen wir aber behalten. Wir wollen den nicht mit anderen teilen. Das heißt, das ist auch so ein Punkt, der manchmal dazu verleitet, solche Parteien zu wählen. Was ich für ganz, ganz wichtig halte, ist diese negative Emotionalisierung. Das heißt, diese Parteien versuchen sehr stark Ressentiments anzusprechen, diese Ängste anzusprechen und viele Leute sind verängstigt. Und ich möchte jetzt niemanden an irgendeinen Vorwurf machen, der zum Beispiel Angst hat, dass er seinen Arbeitsplatz verliert, dass der sagt, ja, die und die sind schuld, wenn ihm das vorgegaukelt wird von anderen. Also ich möchte nicht die Schuld bei diesen Menschen suchen, die da subjektiv Ängste haben oder von Ängsten betroffen sind, sondern mein Problem ist eher jene, die diese Ängste schüren und die vor allem nicht dorthin weisen, wo man eigentlich die Ursache suchen müsste, sondern auf eben Sündenböcke. Und diese negative Emotionalisierung ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Und da werden manche Leute kann man damit ansprechen, mit diesen Ängsten und mit diesen Bedrohungsszenarien. Ein wichtiger Punkt ist auch noch das Versagen oder die Absenz der politischen Mitte. Das heißt, in zentralen Themenbereichen hat die politische Mitte in den letzten Jahrzehnten ja, mehr oder weniger versagt. Und zur politischen Mitte zähle ich in Österreich nicht nur ÖVP, sondern auch die SPÖ.
könnt ihr noch begründen, warum. Aber Beispiel Migrationspolitik. In Österreich spricht man erst seit kurzem, wenn überhaupt, von Migrationspolitik. Früher war es die Ausländerpolitik. Entstanden in den 60ern, Anfang der 60er Jahre, die sogenannten Gastarbeiter, Arbeitskräftemangel in Österreich und deswegen Anwerbeversuche in anderen Ländern. Also die Leute sind nicht gekommen, weil es bei uns so schön ist, sondern weil sie gezielt angeworben wurden. Die erste gesetzliche Regelung gab es Mitte der 70er Jahre als Ausländer-PG. Damals ist man noch immer von dem Rotationsmodell ausgegangen. Man hätte damals schon wissen können, dass das nicht funktioniert. Das hat man vorher schon in den Jahren vorher schon gesehen, dass das nicht funktionieren kann. Man hat aber dementsprechend Politik gemacht. Das heißt, man ist davon ausgegangen, Ausländer kommen nach Österreich und gehen wahrscheinlich wieder weg. Zur selben Zeit hat man in Schweden Gesetze gemacht für Ausländer. Und in Schweden ist man davon ausgegangen, die Ausländer kommen nach Schweden und bleiben vielleicht da. Und dementsprechend hat es in Schweden zum Beispiel 240 Stunden verpflichtend gratis Schwedischunterricht gegeben. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Bei uns hat man gesagt, ja, das ist nicht so wichtig, weil wahrscheinlich gehen sie wieder. In Schweden hat man gesagt, okay, vielleicht bleiben sie. Und wenn sie dann Schwedisch können und sie gehen wieder, ist auf jeden Fall kein Nachteil. Das heißt, diese Politik ist lange Zeit verschleppt worden. Dann kommt das Jahr 1989 oder 90 mit der Öffnung der Grenzen. Und plötzlich erleben die Leute in den bis dahin kommunistischen Ländern etwas, was wir ihnen immer gewünscht haben, unter anderem Mobilität und Reisefreiheit. Und gleichzeitig möchte man die Grenzen dann wieder aufbauen. Wenn man das immer einfordert, die offenen Grenzen, dann muss man auch darauf gefasst sein, dass es vielleicht irgendwann einmal so weit kommt. Ich glaube aber, dass da auch Defizite geschehen sind und nicht wirklich eine Auseinandersetzung damit war. Dann kommen wir zum Ende des vergangenen Jahrtausends. Da gibt es dann so eine Integrationsvereinbarung. Kommt zum ersten Mal der Begriff Integration vor und Vereinbarung ist nach meinem Verständnis etwas, was zwei Partner miteinander vereinbaren. Die Integrationsvereinbarung war eine Auflage für Personen, die nicht Deutsch als Elternsprache haben, dass sie Deutsch lernen müssen und möglicherweise Sanktionen zu zeitigen haben, wenn sie diese Kenntnisse nicht erwerben. Hat aus meiner Sicht wenig mit Vereinbarung zu tun, auch ist nur ein kleiner Teil von Integration. Das heißt, das Thema ist verschlammt und verschlammt worden und da haben andere eingreifen können. Und dann natürlich auch emotionalisieren können. Es gab 1982 eine Studie des Instituts für höhere Studien in Wien im Auftrag vom damaligen Sozialministerium über Migranten in Österreich und da sind einige Themenbereiche angesprochen worden. Wohnen, Soziales, Arbeitsmarkt und so weiter, Bildung. Und wenn man damals aus dieser Studie die Hälfte umgesetzt hätte, hätten wir heute viele Probleme weniger. Das ist aber nicht so gewesen, sondern man hat das irgendwo in die Schubladen gelegt und dort ist das Ganze verstaubt. Minderheitenpolitik. Ein Beispiel möchte ich rausgreifen vom Umgang mit Minderheiten. Slowenien in Kärnten. Im Staatsvertrag von Wien von 1955 ist schon einige Zeit her. Nächstes Jahr werden es 70, 60. Entschuldigung. Da drinnen ist schon gestanden, dass man zweisprachige toponomastische Aufschriften macht. Lange Zeit, 1972 Ortstafelsturm in Kärnten, Tafeln werden aufgestellt und Postwänden wieder entfernt. 2001 ein Verfassungsgerichtshof Erkenntnis, wo der Verfassungsgerichtshof sagt, bei so und so viel Prozent slowenischsprachiger Bevölkerung braucht es zweisprachige toponomastische Aufschriften. Was macht man in Kärnten? Da sagt der Landeshauptmann, der damalige, ja, das fragen wir mal die Kärntner, ob uns das passt oder nicht. Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Verfassungsgerichtshof ist ja nicht irgendwas und die sagen in einer Erkenntnis, das ist so, das kann man mögen oder nicht. Aber man kann nicht sagen, wir entscheiden jetzt nochmal drüber, ob das jetzt legitim ist oder nicht legitim ist. Wertewandel. Es hat sich sehr, sehr viel geändert in den letzten Jahrzehnten, rasante Entwicklung in Bezug auf neue Medien, rasante Entwicklung in Bezug auf Mobilität, auf Information. Das heißt, sehr viele der früheren Werte, die jetzt nicht alle als gut heißen möchte, aber vieles von so, was so Stabilität für viele vermittelt hat, ist verloren gegangen.
Und da ist eher ein Vakuum entstanden für so manche. Und in diesem Vakuum ist man dann auch anfällig für irgendwelche Parolen. Und da ist zu wenig, wird zu wenig geleistet, was man dem entgegenstellt. An so neuen Positionen. Und vorher bei dem Zitat von dieser Tiroler Abgeordneten kommt der Begriff Gutmenschen vor. Das ist für mich so ein Beispiel dafür. Das heißt, Heide Schmidt hat das irgendwann einmal gesagt, wer sich in Österreich für Menschenrechte einsetzt, gilt als links. Dabei sollte das ja irgendwie eine Position sein, die man eher ja, selbstverständlich vertritt, für Menschenrechte oder für Grundrechte sich einzusetzen. Was ich damit meine, bei den Ursachen, die politische Mitte muss man mitdenken. Wenn man überlegt, warum es am rechten Rand einiges zu holen gibt. Wobei ich nicht behaupte, dass es in Österreich jemals eine linke Mehrheit gab. Wenn wir uns die Wahlergebnisse in der Zweiten Republik anschauen, da waren es eher ÖVP und FPÖ, die eine Mehrheit gehabt hätten. Auf jeden Fall, ohne die FPÖ wäre es außer der Zeit der Alleinregierung nur schwer gegangen. Aber warum Große Koalition, ist wieder ein völlig anderes Kapitel. Aber ich meine nur, ich würde mir mehr erwarten so von der politischen Mitte an so Positionierungen. Abschließend einige Anmerkungen zu Gegenstrategien. Wenn man nicht möchte, dass Rechtspopulismus weiter zunimmt oder weiter Erfolg oder ähnlich erfolgreich weitergeht, ich denke mal, was man schon überlegen muss, ist einmal so in manchen Bereichen die Themenführerschaft sich wieder zurückzuholen. Bestimmte Themen wurden mehr oder weniger adaptiert von der Rechten. Und ich denke mal, da ist notwendig, das wieder zurückzuholen oder einfach neu zu bewerten. Beispiel der Begriff Heimat. Heimat ist sehr, sehr stark belastet gewesen, immer in Österreich. Und Heimat ist zunächst einmal der primäre emotionale Bezugspunkt. Und wenn ich aber diesen Begriff den Rechten überlasse, dann geht er verloren für mich. Aber es ist ein Thema, das für uns wichtig ist. Ich möchte jetzt nicht irgendwie so romantisieren oder irgendwas. Aber das wäre nur ein Beispiel dafür. Und auch andere Begriffe sich nicht wegnehmen lassen, sondern die Themen zurückholen. Und wenn zum Beispiel Ausländer, Migration, Integration geht, dann auch Position beziehen. Und zu sagen, das wären unsere Konzepte, so stelle ich mir das vor. Und ob wir es dann erreichen, ist ein zweiter Punkt. Aber ich möchte auf jeden Fall einmal Konzepte sehen und die diesen entgegenstehen und nicht so nachjammern und hinterherhecheln und Ähnliches propagieren wie die Rechten. Ich denke mal, ganz ein wichtiger Punkt ist so die Betonung von Heterogenität. Wir alle haben verschiedene Facetten unserer Identität und es ist ganz notwendig, dass das unterschiedliche Punkte sind. Vielleicht haben Sie das jetzt vor wenigen Tagen im Radio oder im Fernsehen gehört, es gab so diese Kampagne von Außenminister Kurz, Integration, okay. Integration, da gab es eine Umfrage, wie viele Leute mit Jugendlichen mit türkischem Hintergrund, bosnischem Hintergrund und so weiter, sich immer noch ihrer ursprünglichen Heimat verbunden fühlen. Und ich halte die Frage schon für fahrlässig, weil ich kann mich ja beiden zugehörig fühlen. Ich kann ja Türke und Österreicher sein oder Türke und Bosnier, Österreicher und Bosnier. Ältere unter uns werden sich erinnern an die 70er Jahre und die Austro-Kanadier. Austro-Kanadier waren Eishockeyspieler und Kanada ist da definitiv besser als Österreich, da braucht man nicht reden drüber. Und das waren Leute, die beide Staatsbürgerschaften hatten und die haben dann fürs österreichische Nationalteam gespielt. Hat auf jeden Fall nicht geschadet. Aber da war so eine Doppelidentität automatisch sympathisch. Ich habe selten was gehört von einer österreichisch-serbischen oder serbo-österreichischen Identität oder türkisch-österreichischen Identität. Da legt mir immer so Wert auf Exklusivität, das eine oder das andere. Schwarzenegger war Gouverneur in Kalifornien und 2004 kommt er nach Österreich. Und damals war er schon Gouverneur, da war es gerade das Begräbnis von Glestil. Und er wird auf Radio Steiermark interviewt. Und sagt dann, ich bin immer noch so stolz auf Österreich und auf die Steiermark und immer so froh, wenn ich da bin. Angenommen, was eh nicht geht, angenommen, in Oberösterreich wäre ein geborener Türke Landeshauptmann. Der fährt dann irgendwann zurück nach Istanbul oder Ankara oder sonst wohin und sagt dort im Radio, ich bin immer noch so stolz, dass ich Türke bin. Ich möchte mir nicht vorstellen, was da in Österreich los wäre. Ich meine nur,
Es sollte doch möglich sein, dass man sie zu beiden oder zu mehreren Facetten bekennt. Und diese Heterogenität, dass man das auch betont, dass es Unterschiede gibt. Und dass wir wechseln von einer Identität zur anderen oder von einer Facette unserer Identität zu einer anderen. Ein ganz plakatives Beispiel, Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger. Wenn sie Fußgänger sind, sind die anderen zwei Feindbilder und sie wechseln aber, sobald sie ins Auto steigen. Dann haben sie wieder zwei andere Feindbilder und das Radfahrer sowieso auch. Also das ändert, ist nicht so was Stabiles oder so was Statisches, das ändert sich und das ist auch gut so. Und ich denke mal, ein weiterer Punkt, der noch wichtig wäre, so eine Entethnisierung. Es ist irrsinnig notwendig zu wissen, wo man herkommt. Das heißt, woher man abstammt, wo man dazugehört. Aber Ethnizität ist nur ein Kriterium. Und das ist nicht das zentrale Kriterium. Beispiel, ein Zahnarzt und ein Installateur aus Oberösterreich, aus Linz. Die beiden haben nichts miteinander zu tun, außer der eine hat einen Rohrbruch oder der andere Zahnschmerzen. Werden aber als zugehörig definiert, weil sie dieselbe Abstammung haben. Wenn jetzt der Zahnarzt nach Palermo fährt zu einem Zahnärztekongress, trifft er dort Kollegen aus der ganzen Welt und hat zu denen wahrscheinlich wesentlich mehr Bezugspunkte als zu diesem Installateur aus Linz. Aber die beiden werden zugehöriger definiert als die Zahnärzte in Palermo. Aufgrund eines Merkmals, das ist die Ethnizität. Und das müsste man ein bisschen relativieren. Es ist ganz wichtig zu wissen, woher man kommt, aber es ist nicht das einzig Wichtige. Und es gibt auch andere wichtige Punkte, die da notwendig sind. Ich habe, glaube ich, nur eine Minute. Man sollte auch stärker das Verbindende statt das Trennende betonen. Und da gibt es so einiges. Wenn ich mir Jugendliche anschaue, 16-jährige Jugendliche haben vielleicht unterschiedliche Staatsbürgerschaften kann sein, unterschiedliche Ethnizität, unterschiedliche Herkunft, aber auch sehr viel Gemeinsamkeiten. Zunächst einmal im Protest gegen die Erwachsenen, der da sein muss in dem Alter und nicht nur bei waschechten Oberösterreichern, sondern auch bei waschechten Türken oder anderen. Oder mögliche gemeinsame Kulturinteressen, Musikinteressen, Kleidungsinteressen und so weiter und so fort. Das heißt, ich könnte mal schauen, was ist eher das Verbindende und dann könnt ihr schauen, was ist eher so, was sind die Vorteile? Und wo sind die Nachteile? Diversity Management wäre in dem Zusammenhang durchaus angesagt. Ohne letzter Punkt, wenn man über Gegenstrategien redet, muss man, glaube ich, auch daran denken, dass das so ein Mehrebenen-Phänomen ist. Und je mehr alle Ebenen zusammenarbeiten, desto eher kann ich da was erreichen. Das heißt, je mehr so die politische, die mediale, die gesellschaftliche und die individuelle Ebene zusammenspielen, desto eher kann ich einen Schritt in die Richtung gegen solche rechtsextreme Positionierungen machen. Und je weniger das ist, desto schwieriger wird es sein. So Leute wie der Höbart, und da komme ich jetzt nochmal zurück zu dem Zitat von Anfang, von Erd- und Höhlenmenschen spricht, dann kann ich aber nicht wirklich irgendeinen Jugendlichen einen Vorwurf machen, der ähnliche Diktion verwendet. Das heißt, da muss ich schon schauen, was ist da die Beispielwirkung und da muss ich dann schauen, wo kann ich ansetzen. Und je weniger solche Sprüche gebe oder keine Konsequenzen für solche Sprüche, desto leichter wird man uns da in vielen Bereichen. Danke.